Leben am Limit ist halt echt so. Aber guck mal, wie lange ich überlebt habe. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gestorben in dem Spiel. Au! Oh! Die hat mir voll ihren Speer in die Fresse gerammt. Jetzt bin ich tot. Entschuldigung. Ich wollte es mal ausprobieren. No risk, no fun. Ja, genau. Oh. Ich glaube, ich weiß, wem die Vase gehört. Warte mal. Ich bringe sie mal kurz rüber. Milch! Entschuldigung. Das wird jetzt der Running Gag. Die Milchtante, die wird immer bestraft dafür, dass sie mir Milch gegeben hat. Bis sie irgendwann mal wahrscheinlich wichtig wird, die Milch. Facett, Alter. Königin Sera, es liegen Berichte zur Versiegelung des Zugangs zur Kultstätte mit Sand vor. Wie vorgesehen hat die Zahl der Monster abgenommen. Wenn wir die übrigen Monster alle besiegen können, dann... Zelda, da bist du ja. Königin Sera, dies ist die Hylianerin, von der ich euch berichtet habe. Mit ihrer Hilfe können wir den Riss in der Wüste vielleicht schließen. Allerdings benötigt sie dazu Zugang zum Inneren der Kultstätte. Wenn es stimmt, was sie sagt, dann wäre das die Chance, endlich einen Schlussstrich unter die unaufhörlichen Monsterscharmützel zu ziehen. Würdet ihr also in Betracht ziehen, den Zugang zur Kultstätte wieder freizugeben? Dona, ist euch klar, was ihr hier fordert? Kaum war die Kultstätte von dem Riss verschlungen worden, tauchten zahlreiche Monster auf. Um die Gefahr für unsere Stadt zu verringern, haben wir den Zugang doch gerade erst verblockiert. Waren wir uns nicht einig, dass nur ein Besiegen aller Monster den Riss tilgen und die Städte zurück in unsere Hände bringen kann? Das ist wahr, Facett. Aber nun wurden schon viele meiner Kriegerinnen verletzt und ein Ende des Monstersturms ist nicht abzusehen. Egal wie viele Monster wir auch besiegen, es hat nicht den Anstand, als würden wir den Riss auch nur ein Zoll kleiner werden. Wir müssen den Riss jetzt sofort loswerden und nicht irgendwann. Aber deshalb können wir doch unser Schicksal nicht in die Hände einer dahergelaufenen Fremden legen. Also was ist mit dir? Du heißt Facett. Weißt du, worauf sich das reimt? Auf Fett! Auch als Tochter der Königin könnt ihr euch nicht anmaßen, diese Entscheidung für unseren ganzen Stamm zu treffen. Facett, ruhig Blut. Verzeiht, ich habe mich im Tod vergriffen, aber bitte Königin Sera. Dona, die Sorge um deine Soldatinnen kann ich nur zu gut nachempfinden. Auch mich schmerzt es jedes Mal erneut, wenn man mir die Verlustmeldung vorlegt. Und doch, hast du mit eigenen Augen gesehen, dass diese Hylianerin Risse schließen kann? Nicht direkt. Eine Fremde, die du selbst gerade erst kennengelernt hast. Wie sollten wir ihr vertrauen können? Und damit sollte die Audienz beendet sein, oder nicht, Königin Sera? Wir haben keine Zeit, uns mit Fremden zu befassen. Ich werde euch beweisen, dass sie die Wahrheit spricht. Das ist Zeitverschwendung. Diese Hylianerin versucht lediglich, sich euer Vertrauen zu erschleichen. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich werde nicht zulassen, dass ihr so abschätzig über sie redet. Ich vertraue Zelda voll und ganz. Und wir werden euch beweisen, dass sie tatsächlich Risse schließen kann. Ja, ich kann ja mal Sekundenkleber nehmen und bei dieser Facette den Arsch zukleben. Dann sieht sie mal, dass ich einen Riss schließen kann, wa? Entschuldigung, die macht mich gerade echt wahnsinnig. Diese Risse verschwinden nicht nur, wenn man Monster besiegt. Dona hat völlig recht. Also, wieso glauben sie ihr nicht? Soll ich mit ihr reden, mit der Königin? Ich habe nicht die Zeit, mit Außenseitern zu plaudern. Facett, fahre fort mit deinem Bericht. Boah, Facett, Alter. Dieser Name allein schon, Facett. Warte bitte, Hylianerin. Dona hat mir eine Nachricht für dich gegeben. Sie ist zur Oase im Osten aufgebrochen und möchte, dass du dich auch dorthin begibst. Und wirst sie schnell finden, wenn du einfach nur von der Stadt aus nach Osten gehst. Das ist alles, was ich dir ausrichten sollte. Na gut, da habe ich wahrscheinlich schon einen Portpunkt hingemacht, oder? Na, wobei. Naja, nicht wirklich. Aber das hier ist ein Stück näher, oder? Ich teleportiere mich einfach mal dahin. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen kühl mit den öffnen Fenstern. Wird tatsächlich ein bisschen kühl.
Ich glaube, die Monster respawnen nicht, was ich übrigens extrem geil finde. Ich hasse respawnende Monster. Keiner da. Mann, ich kann nicht mehr lesen. Keiner der Risse ist kleiner geworden, verstehe. Danke für die Meldung. Ruht euch etwas aus und setzt dann eure Forschung der Risse fort, ja? Zelda, danke, dass du gekommen bist. Lass uns hier drüben sprechen. Ja, und jetzt hören die uns auch nicht mehr. Es ist schon voll dunkel, weil es so bewölkt ist. Also bei mir ist noch ziemlich hell. Es ist zwar bewölkt, aber trotzdem noch recht hell bei mir. Siehst du, wie klar das Wasser dieser Oase ist? Ich habe viele Erinnerungen an diesen Ort. Königin Sera bzw. meine Mutter hat oft hier mit mir gespielt. Möge dein Herz so rein sein wie dieses Wasser, das hat sie dann immer zu mir gesagt. Und wenn meine Mutter mit ihren Pflichten als Königin beschäftigt war, hat Facet mich unterwiesen und trainiert. Nicht nur ich habe ihnen viel zu verdanken, unser ganzer Stamm würde ohne sie nicht mehr existieren. Ich verehre die beiden zutiefst, aber diesmal liegen sie falsch. Du sprichst doch die Wahrheit, oder Zelda? Du kannst wirklich Risse schließen. Dann müssen wir die Königin und Facet doch beweisen können, dass du keine Hochstaplerin bist. Neben dem großen Riss bei der Kultstätte gibt es in der Gerudo-Wüste zurzeit noch drei kleinere Risse. Könntest du sie dir ansehen und überprüfen, ob du nicht eine davon schließen kannst? Die drei Risse befinden sich bei den Ruinen südlich der Oase, in der Grabhöhle der Heldinnen sowie in der südlichen Gerudo-Wüste. Ja, da weiß ich eigentlich schon mehr, was ich wissen muss, oder? Ich vertraue dir, Zelda, und wenn es dir gelingt, einen der Risse zu schließen, dann wird auch die Königin dir trauen. Wenn du die Standorte der Risse noch einmal wissen möchtest, sprich mich einfach an. Habe ich jetzt die Option, alle zu schließen? Ich dachte, ich kann hier was kaufen. Wo findet man die Dinger? Ja, kommt drauf an, was du suchst. Darf ich jetzt einfach in die Schatztruhe gehen? Die gehört mir nicht. Hä? Wer bist du denn? Alter, was bist du denn für einer? Händler-Deku. Dekus waren das nicht... Der Deku-Baum? Der... Nee, die Crocs. Ich verwechsel die gerade mit den Crocs. Nee, Deku war der Baum. Deku-Baum. Gab es die schon immer, diese Dekus? Glaub schon, oder? Willkommen, ich bin ein Händler-Deku und dies ist mein Smoothie-Shop-Filiale. Ich habe von OOT. Oh Gott, habe ich schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Bei uns kannst du deine eigene Smoothie-Kreation verwirklichen, traumhaft, oder nicht? Und wie? Ganz einfach? Einfach geht's fast gar nicht. Du wirst einfach nur zwei Zutaten aus. Also los, wo wartest du? Okay, das will ich gerne mal ausprobieren. Kostet das Geld? Ich nehme mal Trauben und... Ah, das kostet 10 Rubine. Ja gut, aber machen wir mal. Trauben und Apfel. Ja. Dein Wunsch ist mir Befehl. Dies und jenes kräftig schütteln, dann noch einmal das Messerspitzchen von meiner Geheimzutat und... Badabum. Fertig ist das feine Gebräu. Oh, Alter. Und mit einem kleinen Herzchen. Aber die Strohhalme sind nicht mehr erlaubt in Europa, ne? Wir haben hier gerade einen illegalen Smoothie, Leute. Geht gar nicht. Also, Nintendo, das darfst du in Europa so nicht verkaufen. Wie viel bringt der? Vielen Dank, das Rezept für deinen soeben hergestellten Smoothie habe ich mal fix notiert. So kannst du den jederzeit nochmal mixen. Übrigens, du siehst so aus, als würdest du viel herumkommen. Wenn das stimmt, kannst du uns Händler-Dekus vielleicht helfen. Die Sache ist nämlich die, unsere Smoothie-Shops haben gerade erst die Pforten geöffnet. Und um unser Geschäft auszubauen, sind wir dabei, überall in Hyrule Zweigstellen zu eröffnen. Leider nimmt das zu viel Zeit in Anspruch, dass unser Sortiment nicht über Saftladenniveau hinauskommt. Ey, in diesem Zusammenhang ist das doch eigentlich gar keine Beleidigung, so ein Saftladen, oder? Dabei gibt es so viele verschiedene Zutaten auf der Welt, das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Deshalb nur die Frage, könntest du für uns 10 Smoothie-Rezepte entwickeln? Uns ist alles recht, solange es in den Mixer passt. Entschuldigung. Danke schon mal. Ach ja.
Auch an anderen Orten gibt es Smoothie-Shop-Filialen, die von meinen Brüdern betrieben werden. Sie besorgen eifrig überall die lokalen Spezialitäten. Damit wird der ursprüngliche Laden in der Deko-Heimat groß rauskommen. Wenn du einen von meinen Brüdern siehst, dann sag Hallo und lass ihn am besten jede Menge Smoothies für dich mixen. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier alles mache? Aber das kostet halt einfach so viel Geld, ne? Ich kann jetzt Milch und Steinsalz. Milch und ein Monsterherz. Komm, wir machen mal Milch und Butter. Mal gucken, was dabei rauskommt. Alter, Milch und Butter in einem Smoothie. Ich will wissen, was das ist. Bah, Milchleucht-Smoothie. Okay, er ist so giftig, dass er leuchtet. Dann nehmen wir ein Blumennektar und ein Monsterherz. Dann wird es, Innereien, die nach Rosen... Roseninnereien, oder? Ich bin gespannt. Verunfallter Smoothie. Verunfallt. Das ist natürlich auch extrem. Ist es auch ein Rezept? Hier, mit Rezept herstellen. Ich habe bis jetzt so zwei. Rezept Nummer 4 und Rezept Nummer 42. Alter, wie viele gibt es denn da? Oh, und es gibt viele Herzen tatsächlich und eine Leuchten. Ja, dann nehmen wir mal den Glutpfeffer und den Frostkaktus. Mal gucken, ob das zusammen was bringt. Das ist quasi dubiose Matsche. Ja, eben, genau, da muss ich auch gerade dran denken. Oh, Alter, der sieht ja cool aus. Glutmix-Smoothie erhalten. Der sieht extrem cool aus. So, dann nehmen wir Milch und... Ja, Milch und Blumennektar, das wird bestimmt irgendwas bringen, oder? Wir haben ja noch nicht so viel Zeug. Eigentlich kann ich jetzt... Wahrscheinlich kann ich aber trotzdem mit dem, was ich habe, schon 10 Sachen herstellen, würde ich mir vermuten, oder? Oh! Süßer Milchsmoothie erhalten. Hm. Aber ich bin eigentlich kein Fan von Milchzeugs, ne? Ich trinke halt keine Milch. Dann nehmen wir Vitaltrauben und Butter. Mal gucken. Buttrige Trauben. Vital-Mix-Smoothie erhalten. Ist das der gleiche, den ich schon hatte? Ja, tatsächlich, der zählt trotzdem. Okay, alles klar. Das heißt, Früchte und Milch waren das. Nee, das war ja eigentlich der Apfel. Apfel und Traube war das ja eigentlich, ne? Ja, dann lassen wir das erstmal. Jetzt haben wir die 4 hergestellt, das ist ja schon mal was. Wir brauchen halt mehr Zeug, ne? Wenn ich einmal verfette, die rechte Hand der Königin sie kennt, muss es sie ja nur an sehr obskuren Orten geben. Oh, Verzeihung. Ich heiße Turmali und bin hier an der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch einen anderen wichtigen Auftrag bekommen. Du bist eine Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir ja dann helfen. Hast du schon mal einen fliegenden Bodenfliese gesehen? Aus anderen Zelda-Spielen, ja. Laut den Nachforschungen meiner Vorgesetzten haben unsere Vorfahren so etwas aus Fallen eingesetzt. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und konnte weit und breit keine Spur von solchen Fliesen finden. Falls du einmal auf so eine stoßen solltest, würdest du mir sie zu mir bringen? Okay, da müssen wir sie aber erstmal holen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich im Dungeon, würde ich mal vermuten. Alter, das ist aber groß hier. Neues Bett! Luxusbett, Alter! Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, als ich da die ganzen Betttreppen gemacht habe, so, das hat sich halt nicht schön unter den Füßen angefühlt. Jetzt mache ich die Treppen wie aus Wolken. Oha, das wird schön. Oh, warte mal. Was glänzt denn da so schön? Hast du ein Auge auf meinen Fächer geworfen? Tja, ich könnte mich eventuell davon trennen, aber zuerst einmal möchte ich mit dir über etwas sprechen.
Ach so, Entschuldigung. Ja, dann reden wir halt erstmal. Hallöchen, willkommen im Rüstmangolabor. Hier forschen wir unermüdlich nach effizienteren Pflanzenzuchtmethoden, um auf mögliche Nahrungsmittelkrisen vorbereitet zu sein. Konkret befassen wir uns dabei mit sogenannten Rüstmangos. Und nach zahlreichen Experimenten ist es mir endlich gelungen, Rüstmangosamen zu züchten, die in äußerst rasantem Tempo wachsen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten in nicht allzu ferner Zukunft unzählige Leben retten. Das wäre bloß noch ein klitzekleines Problemchen. Diese neuartige Sorte verdorrt nämlich ebenso schnell wieder, wie sie wächst, was dazu führt, dass ich sie gar nicht schnell genug ernten kann. Das hat wiederum zur Folge, dass ich keine weiteren Daten sammeln kann. Und ohne neue Daten gibt es bald keine Forschungsgelder mehr. Deshalb habe ich die Mango Express Ernte entworfen, in der Hoffnung, dass mir dadurch jemand bei der Ernte unter die Arme greift. Eine leichte Erschütterung reicht schon, um die Mangos zu lösen, zum Beispiel durch eine Pirouette oder so. Ja, wie praktisch, dass wir das können. Weil Zelda kann ja nicht viel, aber sie kann sich im Kreis drehen. Das ist doch schon mal was. Ich muss leider eine Teilnahmegebühr erheben. Aber ich habe auch eine kleine Belohnung eingeplant, falls jemand besonders viel erntet. Möchtest du es mal versuchen? Ja. Die Teilnahmegebühr... Ich komme nicht dazu, diese Schlappen für die Wüste zu kaufen, weil ich jetzt mit... Weil ich so viel am Shoppen bin hier, ne? Okay, bin gespannt, ob ich das schaffe. 40 Mangos. Okay. Beim ersten Mal verkacke ich bestimmt. So. So. Man weiß halt nie, wo die auftauchen, ne? Man muss halt immer in Bewegung bleiben, in der Hoffnung, dass man sie erwischt, ihr, oder? Oh Gott, Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Oh Gott. Wenn wir schneller wären, wäre es natürlich einfacher. Also wenn es jetzt wirklich so eine Art Ding gäbe. Hier, wie heißt es? So eine Art... Oh Gott, fast! Ah! Nein! Ah! Ah! Willst du mich verarschen? 49 von 50! Oh. Du hast mich echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass diese tatsächlich jemand imstande ist, mindestens 40 Mangos zu ernten. Zum Dank kannst du gerne einige der Wüstenmangos mitnehmen. Hey, ich will was anderes. Ich will den Fächer da. So ein Erntetag wie du hat aber... bisher noch niemand erzielt. Bei solchem Geschick kommt sie vielleicht auch endlich den gefährlichen Samen zurecht. Übrigens besitze ich auch Spezialsamen, bei denen eine noch größere Ernte herausspringt. Ich habe sie aus gewissen Gründen vorerst nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich für dich eine Ausnahme. Schau gerne wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Du bist hier stets willkommen. Ich will den Fächer. Den hätte ich bei 50 wahrscheinlich gekriegt, ne? Das tut weh, aber wirklich. Ja. Nein, nicht normale Samen! Oh, nee, lieber doch nicht. Warte mal. Warte. Und ob, warte. Spezialsamen, das will ich mal ausprobieren. Oh Gott, jetzt bin ich aber gespannt. Muss ich jetzt ganz bestimmte Samen wahrscheinlich priorisieren? Also die geben wahrscheinlich mehr Outcome, ne? So. So. Am besten immer schön in der Drehung bleiben. Bewegen und in Drehung bleiben hier. Ich glaube, dann geht es... Aua! Scheiße! Game over! Ach so! Scheiße! Ich dachte, die geben dann einfach mehr Zeug. Okay, das muss ich nochmal probieren. Die bringen mich ja um. Aber bei einem Ding bin ich schon tot? Das ist ja brutal. Das sind wirklich spezial... Da muss ich ja wirklich, da muss ich jetzt aber wirklich aufpassen, ne? So, dann muss ich mir das jetzt erstmal angucken hier. So. 60 kann man hier sammeln. Okay, die nicht, genau. Okay, warte, oh.
Ah, man sieht es sogar ein kleines bisschen, ne? Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Ah, nein. Oh, willst du mich verarschen? Jetzt muss ich auch noch mit den Dingern hier agieren? Da muss ich mir auch noch ein Ding machen. Wie heißt es? Ein Bett aufbauen. Scheiße. Ich wusste nicht, dass man jetzt auch noch da oben agiert. Ja, das hätte ich mir eigentlich denken können, ne? Ja. Du hast einen goldenen Fächer erhalten. Geil. Den habe ich jetzt aber wirklich easy gekriegt. Ich dachte, da muss man alles perfekt machen. Prunkvoller Fächer aus goldenen Federn. Wenn man sich damit Luft zufächelt, fühlt man sich ganz glamourös. Einige der Rüstmangis, die du gerne hast, darfst du gerne mal mitnehmen. Okay, den habe ich ja doch noch gekriegt. Dann ist alles gut. Vielleicht würde sie sogar mit den ultimativen Samen klarkommen. Klar, bergen die Risiken, aber bei ihrem Können passiert schon nichts. Du hast dabei geholfen, ein neues Feuer in meinem Forscherherz zu entfachen. Das wahre Potenzial der Rüstmangus ist noch lange nicht ausgeschöpft, musst du wissen. Ich werde eine noch viel bessere Variante entwickeln. Das könnte allerdings etwas dauern. Schau gerne wieder vorbei, wenn immer dir der Sinn danach steht. Du bist hier stets willkommen. Okay, das reicht ja erstmal, ne? Jetzt haben wir genug Kohle ausgegeben, genug geshoppt hier. Jetzt erstmal wieder um den Ernst der Lage kümmern. Keine Herzen hier drin. Okay. Gut, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Ah, zu den Punkten hier. Ach komm, gehen wir am besten da direkt da oben hin, weil da kann ich mich hinporten. Boah, jetzt ist jetzt aber langsam echt kühl hier, ne? Entschuldigung. Übrigens, ich kann euch empfehlen, ich bin ja voll süchtig nach diesen Dingern hier. Kennt ihr die? Katjes Popmix. Das sind so, ja, keine Ahnung. Weingummis für Geschlechtsverkehr oder sowas. Keine Ahnung, weswegen die Popmix heißen. Guck mal, die hier. Alter, die schmecken so gut. Ich bin gerade voll süchtig nach den Dingern. Also ich habe die ganze Packung fast eingeatmet. Also, ich kann halt nicht mehr aufhören. Nimm einen Teil von den Dingern und dann muss ich weitermachen. Deswegen habe ich jetzt absichtlich im Stream jetzt erstmal die Finger davon gelassen. Ich krieg kein Geld dafür, Leute. Ist gut. Aber, ne? Die schmecken echt voll gut. Popmix. Hallo, ich bin's, Zelda. Ich soll hier alle retten. Oh nein, die Grablichter brennen nicht mehr. Da kommt bestimmt eine Mumie raus, oder? Wegen des Risses komme ich auch nicht dorthin, um sie wieder anzuzünden. So können unsere Vorfahren nicht in Frieden ruhen. Ernsthaft? Da muss dann immer ein Ding? Immer eine Kerze leuchten? Hä, geht das nicht? Hä? Entschuldige mal, warum geht denn das jetzt nicht mehr? Okay, das ist ein bisschen komisch. Ich habe mir heute extra keine Süßigkeiten vom Einkauf mitgenommen. So bin ich mittlerweile auch. Ich kaufe mir nicht mehr immer alle Süßigkeiten. Auch wenn ich gerade Bock darauf habe. Sondern eigentlich immer nur dann, wenn es halt einfach gerade passt. Im Sinne von, wenn sie im Angebot sind oder keine Ahnung, wenn irgendwas ist, halt keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade bei den bei Süßigkeiten, wenn du sie halt nicht da hast, dann ist es eigentlich manchmal ganz gut. Hier, und noch eine. Aua! Hä? Ich lebe schon wieder am Limit. Ja, ich wollte mal gucken, was in dem Loch ist. Das sind immer die gleichen Rätsel hier, oder? Kann das sein? Maulwurf! Ja, bring ihn um. Bring ihn um. Bring ihn um. Aber wie lange braucht denn der, bis der stirbt? Ja, dann halt nicht. Dann gehen wir halt. Man greift dann doch immer zu, wenn es da ist, ne? Ja, eben. Früher war ich tatsächlich so ein Kandidat, da hatte ich so eine ganz spezielle Art. Wenn ich Süßigkeiten da habe, will ich sie nicht. Das war ganz komisch, aber es war bei mir wirklich so. Hab
Warte mal. Was kann man denn hier machen? Hilft da ein Stein, der zu schwer ist? Oh, oder? Nee. Hä? Was soll ich denn hier machen? Hä? Meine Spinne hilft da auch nicht, ne? Nee. Ich muss den Sand da wegkriegen. Aber was habe ich denn in meinem Inventar, dass ich den Sand... Nee. Sand wegpusten, hätte ich jetzt gedacht, aber nein. Hä? Ich habe ein paar Viecher, die sie einbuddeln können, wie du zum Beispiel. Buddel dich ein, los. Nee, hat nichts gemacht. Hä? Nee. Buddel dich ein, los. Los! Mann, no. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Fehlt mir da noch eine Fähigkeit? Mein luxuriöses Bett vielleicht? Oh, guck mal, jetzt kann ich mich hinlegen. Nee. Hä? Ich weiß echt nicht, wie ich das lösen soll. Ich glaube, mir fehlt hier eine Fähigkeit. Ach, ich brauche so einen Maulwurf. Ich brauche so einen Maulwurf. Einfach nur mal ganz kurz nach hinten gehen. Au! Lass mich in Ruhe. Also das ist die einzige Idee, die mir jetzt einfällt. Ist ganz hinten, ne? Ja. Aha. Genau, der kann ja Löcher machen. Maulwurf, hier. Achso. Okay, ich muss aber nochmal da hoch. Wie, kann ich jetzt mit der irgendwie wieder hoch mit der Spinne oder so? Okay, warte. Nee. Bring es um! Alter, das gibt's doch nicht. Ja, dann machen wir Feuer gegen Feuer, oder? Sag mal! Jetzt aber. Okay, man kann noch mal nach oben. Das wäre auch bitter gewesen, wenn ich das jetzt alles gefailt hätte, ne? Oh. Oh. Ja, ein Herz. Ich brauche alle Herzen, die ich kriegen kann. So, warte, wir müssen das jetzt noch mal machen. Ups. Hui. Hm. Marcy, hallo. Ein goldenes Ei. Das ist ja geil. Ich wollte schon immer mal goldene Eier haben. Ihr versteht den Wink. So, den Rubin lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe, ne? Den müssen wir jetzt echt nicht holen. Hauptsache, wir haben unser goldenes Ei. Ich muss gleich mal das Fenster zumachen, Leute.